Hier fahren im Sommer leider noch keine Busse und Bahnen ab. Die Eröffnung des neuen Verkehrsknotens wurde in den Herbst verschoben. Eigentlich sollte es schon im August losgehen. Grund für die Verzögerung ist der Bau des Haltestellendachs. Es gab ein paar Schwierigkeiten in der Bauphase bei beteiligten Firmen. Sie hatten schlicht und ergreifend nicht das Personal auf der Baustelle, was eigentlich geplant war. Deswegen verzögern sich die Arbeiten. Auch die Mitarbeiter von Cottbus Verkehr brauchen noch Zeit für Schulungen. Mit Probefahrten muss sich das Personal an die neuen Routen und Gegebenheiten gewöhnen. Die offizielle Eröffnung soll dann im Herbst sein. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Mit der Eröffnung fällt dann aber auch der Busbahnhof in der Marienstraße weg. Zentraler An- und Abfahrtspunkt ist dann der Hauptbahnhof. Es ist das Ziel, dass der Verkehrsknoten ja genau diese Verkehre alle aufnehmen soll, bündeln soll, die Umsteigebeziehung neu regeln soll, kürzer machen soll für die Fahrgäste, auch den Umstieg auf die Fernverbindung, Regionalbahn und dergleichen mehr. Und dann wird der alte Busbahnhof außer Betrieb genommen und der neue Verkehrsknotenpunkt ist dann für alle da. Ansonsten soll ab dem 5. Juli am Bahnhof der Bahnsteig 6 in Betrieb gehen. Danach wird der Bahnsteig 1 geschlossen. Er zählt zu den letzten Bahnsteigen, die saniert werden.